Herzlich willkommen, letzter Dienstag im Monat, Q-Talk. Wir wollen heute mal mit etwas Angenehmem, mit etwas Netten beginnen. Weil sonst ist ja eigentlich so immer frustrierend und das ist nicht der Wetterbericht. Also, ab 1. Juni darf die NSA keine Vorratsdatenspeicherung mehr vorantreiben. Weil, und das hat um 19.16 Uhr Heise berichtet, also vor knapp einer Stunde, weil die Verlängerung des Patriot Act, die diese Bestimmungen beinhaltet, nicht beantragt worden sind, die wären im Mai notwendig gewesen. Und die amerikanische Regierung, also Obama, hat nicht bei dem Court um Erlaubnis gebeten, dass das verlängert wird. Das heißt, zumindest in Amerika dürfen sie nicht mehr offiziell neue Daten sammeln ab 1. Juni. Das heißt nicht, dass die alten nicht weiterverwendet werden dürfen. Also falls es jemand interessiert, ich habe das gerade ausgedruckt, das ist der entsprechende heiße Artikel. Die Berichterstattung danken wir wie immer dem Guardian. Also falls jemand das Abo noch nicht haben sollte, ist wärmstens ans Herz gelegt. Ohne Guardian würden wir, glaube ich, die Hälfte der wichtigen Sachen auf dieser Welt nicht mehr erfahren. Das heißt aber noch nicht unbedingt, dass man sozusagen jubeln kann, weil ein anderer amerikanischer Geheimdienst hat ja von sich Reden gemacht im Zuge des letzten Monats, die DEA, die die Vorratsdatenspeicherung schon viel, viel länger betreibt als die NSA. Nur haben sie etwas gemacht, sie hat sie nie in irgendeinem Akt auftauchen lassen. Das heißt, es sind, wann immer aufgrund von Überwachungsdaten es zu einer Hausdurchsuchung oder so gekommen ist, wurde im Akt für die Richter und fürs Gericht ein Informant genannt und nicht die Überwachungsmaßnahme. Und nicht einmal der zuständige Parlamentsausschuss, der für die DEA-Überwachung ist, ist informiert worden. Also, die haben Geheimdienst wirklich zur Spitze getrieben und da macht es dann es schon verständlich für uns alle, dass die Frau Mittel-Leitner erst aus der Presse erfahren hat müssen, dass in Österreich Spionage betrieben wird, weil sie hat ein Interview gegeben, dass sie nicht gewusst habe, das Interview ist vor 14 Tagen ausgewiesen, dass sie nicht gewusst habe, dass in Österreich der Verdacht besteht, dass eine ausländische Macht spionieren würde und war dann natürlich total erstaunt, dass dann, in der Fuzo gestanden ist, dass es einen Geheimdienst in Österreich gibt, der spionieren würde. Also in Österreich laufen die Uhren anders. Wir sind immer stolz, dass wir 10 Jahre hinter Deutschland sind. Zurzeit, wenn man die Diskussionen verfolgt, was zurzeit in Österreich diskutiert wird, ist auf der einen Seite, dass das Bargeld abgeschafft werden soll, basierend auf den guten Erfahrungen, die sie in Italien gemacht haben. In Italien darf ich ja ab 5.000 Euro nichts mehr bar bezahlen. Und im Land der Mafia gab es keine einzige Beschwerde dieser Organisation, als es eingeführt worden ist, weil sie es nicht berührt, schlicht und ergreifend. Also diese Maßnahme würde alle erwischen, nur nicht die, die wir sozusagen suchen. Trotzdem, es gibt einen Verfechter der Vorratsdatenspeicherung und auch des bargeldlosen Zahlens. Das ist der Herr Schäuble und Herr Schäuble hat über die Frau Merkel, die österreichische Regierung, informiert, dass das gut wäre, wenn wir auch dafür seien, worauf wir hin jetzt natürlich sehr dafür sind, dass das auch in Österreich kommt. Und diese bösen Geschichten, also wenn ihr auf der Straße geht und einem Straßenmusiker 5 Euro geben wollt, das ist ja das böse Schwarzgeld in Österreich, dann geht das in Zukunft nur noch mit Kreditkarte. Und für alle die, die Neffen, Enkel oder Nichten haben, man kann sie auch nicht mehr zu sagen, hier hast du 1 Euro, geh zum Eisstand und hol dir das, weil auch das ist böses Schwarzgeld, wo es ja keine Quittung gibt. Man kann ja bitte seinen Enkel nicht mehr den 1 Euro zum Eis kaufen geht. Das heißt, man muss ihm eine Kreditkarte geben. Als das aufgetaucht ist, habe ich gerade davor das Ö1 Morgenjournal gehört. Und das ist so, um mich
entsprechend aufzuwecken und aufzuwallen. Das ist besser als jeder Sport, wenn man die Nachrichten hört. Und da wurde gerade vermeldet, dass eine österreichische Bank auf Schramsch umgestellt wurde und alle anderen österreichischen Banken AAA verloren haben. Zu diesem gleichen, in der gleichen Nachrichtensendung wurde dann verlautbart, ja, und in Zukunft sind wir gezwungen, jegliche Transaktion in Österreich über eine dieser von der Weltgemeinschaft so hochgeschätzten Bankinstitutionen abzuwickeln. Ich kann es noch von meinen Großeltern, die haben zweimal ihr Geld verloren und haben eine gewisse Skepsis gegenüber gewissen Organisationen, also Banken, und hatten das ein oder andere Euroschein, damals waren es Kronen und ich weiß nicht was, hat zu Hause gelagert, was dann nicht mehr möglich ist. Also der Sparstumpf zu Hause geht nicht und deswegen werden wir ja in Zukunft, wenn wir Geld zur Bank tragen, dafür zahlen müssen. Also es kommt ja die Negativzinsen, sondern wir kommen, das ist so die Einleitung dieser Idee. Und falls wir als Bürger uns dagegen wehren sollten, dass jegliche Transaktion elektronisch stattfindet, gab es dann eine österreichische IT-Firma, es war es nicht ihr, die sind auf die glorreiche Idee gekommen, was ist besser als Trittbrettfahrer zu sein, und hat die glorreiche Idee gehabt, wir, also die Firma, sei in der Lage, alle Geldscheine mit RFID auszustatten, mit der tollen Nebenfunktion, dass man dann aus der Ferne diese Geldscheine entwerten könne. Also das kennen wir ja alle, wenn wir dann unsere Kleidung kaufen und dann auf den Tresen das Quant draufgeben, dann wird ja auch diese Diebstahlsicherung entwertet. Das sei dann auch mit Geldscheinen möglich. Was das Tolle in das Vertrauen des Geldsystems natürlich birgt. Man geht irgendwo kaufen, kriegt einen Euroschein in die Hand gedrückt, geht dann damit zur Bank und die Bank stellt dann elektronisch fest, dass dieser Euroschein zwar alle Merkmale hat, dass er korrekt ist, aber weil er halt nicht korrekt versteuert worden ist, entwertet wurde und nicht gültig ist. Also wie sich das die Firma vorstellt, weiß ich nicht. Aber Ideen darf man ja heutzutage noch in Österreich entwickeln und im Zweifel, wir wissen es von der Frau Mikl-Leitner, wird sie in der Zeitung lesen, was sie sozusagen in Österreich tut. Damit wir nicht in der Zeitung lesen müssen, was mit unseren Daten passiert, habe ich gesagt, bevor ich ein Handbuch lese, ist es vielleicht dort einfacher. Ich fragte Markus, dass er kommt und uns ein bisschen was erzählt. Markus Tauber ist vom Austrian Institute of Technology. Wir beide sind ein bisschen, also ich ein bisschen, eher sehr viel, im Bereich Cloud tätig, sein Forschungsschwerpunkt. Und ich habe gesagt, bevor man jetzt sich sozusagen große Gedanken macht, was mit der Cloud ist, wie es mit der Cloud ist, fragen wir doch einen Fachmann, der uns ein bisschen erzählt, wie so die Hintergründe sind, weil das große Motto unserer Zeit, wer nichts weiß, muss alles glauben, gilt nicht für die, die heute da sitzen, weil nach dem Vortrag hoffe ich zumindest wissen, was mit meinen Daten in der Cloud sind. Und insofern, Markus, bitte um deinen Vortrag. Danke und schönen guten Abend. Ja, mein Name ist Markus Tauber. Ich habe mehrere Hüte heute auf, wurde auch so angekündigt auf der Webseite. Ich bin einerseits im Austrian Institute of Technology zuständig im ICT-Security-Programm für das Thema High Assurance Cloud Computing, wo wir mehrere Forschungsprojekte diesbezüglich betreiben. Ich werde dann im Detail darauf eingehen. Und wir kennen uns schon viele Jahre über meine Tätigkeit im Internet Club Burgenland und Mitarbeit in den Linux-Wochen. Eine Info zu mir, das Thema habe ich schon an und dazu mal in meiner Doktorarbeit bearbeitet in der University of St. Andrews. Und ja, möchte jetzt einige Details und Hintergründe bringen zum Thema Cloud-Speicher. Dazu habe ich ganz viele Slides vorbereitet und habe das so strukturiert. Der erste Block, da werden wir uns konzentrieren auf die Grundlagen der Cloud. Wie funktioniert jetzt so ein Cloud-Speicher? Das grundlegende Konzept dahinter, was von vielen solchen Cloud-Speichern verwendet wird, ist das Key-Based Routing und Distributed Hash Tables und stelle auch weiterführende Literatur zur Verfügung. Der Herr Werner Vogel, ich weiß nicht, ob den wer kennt, das ist der CTO von Amazon, der ist ein fleißiger Publizierer, der hat auch Publikationen online gestellt
wo er auch beschreibt, wie die Architektur und die Speichersysteme im Hintergrund funktionieren. Die Links sieht man dann alle, die habe ich alle hier zur Verfügung gestellt, damit man auch wirklich sieht, dass diese grundlegenden Konzepte, die ich heute erklären werde, so in den großen Systemen auch eingesetzt werden. Natürlich sieht man da nicht alle in den Publikationen, nicht alle technischen Geheimnisse von Amazon, aber man sieht auf jeden Fall die Grundlagen, die verwendet werden, und kann das mit den Hintergrundwissen dann sich ein bisschen besser vorstellen, was da alles passiert. Das Ganze hat Sicherheitsimplikationen, und die wir in unseren Forschungsprojekten bearbeiten, die werde ich kurz vorstellen. Und da wir eine sehr technische Runde sind, habe ich auch ein paar Tipps und Tricks mitgebracht, wie man sich selber absichern kann, wenn man Services wie öffentliche Cloud verwendet. Gut, also Anwendungsbeispiele, wir kennen das alle, Amazon bzw. Dropbox, die Amazon im Hintergrund verwenden, die preisen die Technologie an, dass man hier in der Cloud seine Daten speichern kann und dann zwischen verschiedenen Geräten synchronisieren kann. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Beispiele als die, die ich hier angeführt habe, aber das sind einige von den sehr prominenten, die auf der Technologie auch basieren, über die ich heute vortrage. Ja, es gibt von der NIST Definitionen, was man sich denn alles so unter Cloud vorstellen kann. Die am ehesten jetzt bedient werden durch diese Technologie, die ich heute im Detail ein bisschen erkläre, sind On-Demand Self-Service. Das heißt, ich kann mir Ressourcen aus diesen Cloud-Speichersystemen nehmen, ohne dass ich mich darum kümmern muss, dass die Ressourcen jetzt wirklich zur Verfügung sind. Der Provider kann seine Ressourcen in seinem Serverpool hier dazuschalten und wegschalten und dadurch ein elastisches Service zur Verfügung stellen, beziehungsweise eine elastische Infrastruktur. Das sind jetzt die Kernpunkte, die mit dieser Technologie, die ich heute erkläre, bedient werden. Und stellen wir uns mal die Ausgangslage vor. Ich habe hier die Cloud, die im Prinzip hier nichts anderes ist, als wie ein Serververbund. Und ich habe irgendwann mal in die Dropbox eine Datei 1.txt reingegeben, also hochgeladen, und die interne Dropbox-Operation, dann, wenn ich die haben will, ist, diese Datei wird zur Verfügung gestellt, auch wenn seit der Speicherung meiner Datei in diesem Serververbund der ursprüngliche Server, auf dem ich sie einmal gespeichert habe, gar nicht mehr existiert. Toll, ne? Das wollen wir im Prinzip so haben, und ich muss mich nicht um das kümmern. Das Einzige, um das ich mich kümmern will, ist, ich will meine Datei wieder haben. Und wie wird das gemacht? Die grundsätzliche Idee dahinter ist ein Key-Value- oder Key-Object-Store, wo ich die Datei selber noch mit einem Schlüssel identifiziere und dann quasi über diese Schlüssel weiß, auf welchen Server die liegen. Das löst mir jetzt noch kein Problem, also das Problem, dass ich meine Daten wieder aus der Cloud heraus laden kann, egal ob der Server noch da ist. Dazu werden dann Technologien verwendet, die nennen sich Key-Based Routing. Da gibt es verschiedenste Ansätze. Das Key-Based Routing nennt sich jetzt Routing wie die Routing-Protokolle auf der Schicht 4 im ISO-OSI-Modell, wohnt aber obendrauf technisch gesehen, und ist ein sogenanntes Overlay-Netzwerk. Und Konzepte, die von diesem Key-Based Routing zur Verfügung gestellt werden, wird dann von den Speichersystemen, die obendrauf noch drauf gebaut sind, auf dieses Key-Based Routing genutzt. Das heißt, redundante Kopien von den Dateien, die ich in diesem Serververbund, der Key-Based Routing verwendet, speichere, die verwenden Informationen aus dem Key-Based Routing System, um redundante Kopien zu speichern, und diese Routing Tables werden automatisiert aktualisiert, wenn neue Hosts hinzukommen zu diesem Serververbund oder weggenommen werden.
Und ein großer Punkt ist auch, dass diese Key-Based Routing-Systeme dann nicht zentral verwaltet werden. Gut. Ein so ein Key-Based Routing-System, ein sehr populäres in der Lehre, das wir uns jetzt anschauen werden, ist das CORD Key-Based Routing-System. Da stellen wir uns jetzt einfach nur Schlüsseln, also ich habe vorher erklärt, die Dateien oder Hosts auch werden mit so Schlüsseln identifiziert. Da habe ich einfach so eine Zahlenkette mit Key 0 bis zu einem maximalen Key und das stelle ich mir jetzt vor, ja, ein Disclaimer, ich habe das jetzt, damit man sich es ein bisschen einfacher vorstellen kann, illustriert, die Zahlen stimmen dann nicht so genau, das ist exemplarisch, damit man es besser vorstellen kann, weil der Keyspace ist viel größer, da sieht man dann im Prinzip keine Details mehr. Wir stellen uns jetzt einfach diese Zahlenkette, diese Keys, also diese Keys von 0 bis zu einem maximalen Key, einfach in einem Kreis vor. Und in diesem Kreis, in diesem Identifier Circle, wird er genannt, gehört ein Key einem Host, sprich einer IP-Adresse, und die ganzen Keys, die dann, und ja, da habe ich einen Host, der einen Key hat, dann der nächste Host C hat den nächsten Key und so weiter und so fort. Und alle Keys, die zwischen zwei Hosts liegen, also zwei Key, die einen Host identifizieren, liegen, gehören dem mit dem größeren Key. Gut, das ursprüngliche CORD Key-Based Routing System hat den Keyspace mit 160 Bit, das sind irrsinnig lange Zahlen, identifiziert. Amazon zum Beispiel verwendet 128, habe ich in der letzten Publikation von Werner Vogels gelesen. Und die Kernfunktionalität von jedem einzelnen Host, der in so einem Serververbund das Key-Based Routing verwendet, ist, dass er eben diese Keys besitzt. Also ich habe da hier so exemplarisch aufgeschrieben, Host, der eine Host hat Key 1001, der nächste hat Key 1002 und wenn ich dann einen Key dazwischen habe, den ich mit einer Datei assoziiere, wie genau das funktioniert, sehen wir später, gehört der dann dem Host mit dem nächsten Key. Aber das ist jetzt einmal fürs Key-Based Routing nicht relevant. Beim Key-Based Routing geht es wirklich nur um die Keys und dass die Speicherplätze für die Dateien dann dazu verwendet werden, das ist wieder in der Abstrahierungsebene die nächste Schicht oben, die sich um das kümmert. Das Key-Based Routing unterstützt dann Auflösung, das heißt Lookup nennt sich das und der Job von der Lookup-Funktion ist, das ist der Key, sagen wir, welchem Host dieser Key gehört. Das ist die Kernfunktionalität von dem Key-Based Routing-System. Und die Routing-Tabellen, also die Information, wie geroutet wird, wird immer laufend aktualisiert. Ja, was sind diese Keys oder wie werden die produziert? Die werden in CORD zum Beispiel mit Consistent Hashing produziert. Stellen wir uns ganz einfach einen großen Flashwurf vor, in den ich irgendwas reinwerfe und am Ende kommt dann eine große Zahl heraus, die den Key darstellt. Das Wichtige an diesem Mechanismus ist, dass der, wenn ich mir den Kreis wieder vorstelle von vorhin, den ich vorher gezeigt habe, dass die Keys, die produziert werden, schön verteilt sind über diesen ganzen Identifier Circle. Gut, das heißt, ich habe irgendeinen Host, der hat eine IP-Adresse oder sonst einen Identifier, gibt den in diese Consistent Hashing-Maschinerie und kriegt dazu einen Key heraus oder kann das auch mit einer Datei machen und habe so im Prinzip einen Key, der so definiert, auf welchen Host die Datei dann später gespeichert werden soll. Aber wie gesagt, wir schauen uns jetzt einfach nur das Key-Based Routing an, da geht es nur darum aufzulösen, auf welchen Host gehört welcher Key. Ja, wer sich das anschauen will, wie das genau funktioniert, ich habe auch hier eine Referenz dazu geschrieben, aber zur Vereinfachung soll es jetzt einfach so dargestellt sein. Gut, den Ring, diesen Identifier Circle, den kennen wir jetzt schon. Wie schaut so eine grundlegende Routing-Tabelle von diesem Host C zum Beispiel aus? Der hat einen Link zu seinem Successor und einen Link zu seinem Predecessor, sprich seinem Vorgänger auf dem Kreis.
schaut dann ungefähr so aus, das kann man sich vereinfacht so vorstellen. Ja, da stehen halt die Listen der Keys und dazu die IP-Adressen zum Beispiel. Und ja, identifiziert, was das denn da ist. In den Core-Implementierungen haben die einzelnen Routing-Tabellen dann mehrere Successor-Pointer, ganz einfach zur Stabilität, wenn einer dazwischen ausfällt. Ja, und wie funktioniert dieser Lookup, sprich das Auflösen vom Mapping, vom Key zu Host? Ich habe einen Key, der Host C soll mir sagen, wem gehört der. Der schaut ganz einfach nach in seiner Routing-Tabelle. Ist dieser Key zwischen mir und meinem Successor? Sehe ich ja, wenn ich einfach diese Zahlen dann in diesem Kreis vergleiche. Wenn ja, dann ist das Resultat dieser Operation ganz einfach der Successor. Und ansonsten gebe ich die Anfrage einfach weiter an den nächsten Host in dem Ring und der macht das dann wieder. Das heißt, das würde dann so, das nennt man dann einen Hop, wird das auch oft genannt. Also das würde dann heißen, quasi mit dieser grundsätzlichen Implementierung, der würde dann im schlimmsten Fall über den ganzen Kreis hoppen, wenn er den nicht gleich findet. Das funktioniert zwar, aber wenn ich viele tausend Maschinen drinnen habe, skaliert das natürlich nicht sehr. Und es ist hier eine Lösung gefordert von dem Protokoll, von dem Key-Based Routing-System, das mir ermöglicht, in logarithmischer Skalierbarkeit, nennt das Ganze, das aufzulösen und in den Referenzen dann zu oder in den Publikationen zu Quart sieht man dann die verschiedenen mathematischen Beweise, dass sich das in einem stabilen System auch logarithmisch ausgehen soll. Wie wird das gemacht im Quart-System? Ich habe eine zusätzliche Routing-Tabelle zu dieser grundlegenden, die ich vorher gezeigt habe, wo ich, weil diese Keys sind ja nichts anderes als Zahlen, dadurch kann ich mir auch ausrechnen, welcher Key ist 180 Grad im Kreis entfernt von mir und welcher Key ist 90 Grad entfernt von mir. Und so kann ich dann zum Beispiel, wenn meine direkten Successors diesen Lookup-Request nicht auflösen können, kann ich dann quasi über diese Quarts, also Quarts ist Englisch für Speichen im Rad, oder in den verschiedenen Implementierungen wird es auch Finger genannt, die über den Ring drüber zeigen, kann ich dann über diese Fingers die Abkürzung nehmen und dann so auflösen und da kann man dann nachrechnen bei den verschiedenen theoretischen Überprüfungen von dem Konzept, dass sich das in einer logarithmischen Anzahl im Vergleich zur Teilnehmeranzahl im Ring ausgeht, dass ich diesen Lookup auflösen kann. Gut, das nächste, was dieses Key-Based Routing-System, dieses Quart, ermöglicht, ist, wenn Hosts joinen, also in diesen Key-Based Routing-Kreis oder in dieses System aufgenommen werden, funktioniert dann so, das Key-Based Routing-System handelt das so, ein neuer Host kommt, ich habe wieder diese Hashing-Funktion hier, die rechnet mir jetzt ganz einfach aus. Zum Beispiel, also wir haben so ein System in meiner Forschungsgruppe auf der Uni selber gebaut und wir haben da zum Beispiel IP-Adresse und noch irgendwelche Identifier verwendet und haben so dann einen Key ausgerechnet und dadurch weiß man dann, wo im Ring dieser neue Host sich einordnen soll. Und da gibt es dann dieses Join-Protokoll, wo dann sich der neue Host bei dem Successor meldet und sagt, hallo, ich bin jetzt da, ich bin dein neuer Predecessor. Und er sagt, okay, du bist mein neuer Predecessor, na dann muss ich jetzt meinen Zeiger auf meinen alten Predecessor umbiegen und du bist jetzt mein neuer Predecessor. Und über die Stabilisierungsprotokolle, die komme ich gleich dazu, werden dann auch die restlichen Pointer abgedatet und am Ende des Tages, voilà, habe ich den Node 2, der sich in diesen Identifier Circle eingefügt hat und ich kann dann wieder
meine Lookup-Operationen stabil ausführen und habe dann einen neuen Host im Serververbund drinnen, der wieder seine eigene Anzahl von Keys hat. Also das sind sogenannte Housekeeping-Funktionen, da gibt es noch mehr zu den verschiedenen Einträgen in Routing-Tabellen, zum Beispiel Fixfinger, die überprüfen dann, ist jetzt der Zeiger auf den Host, der zum Beispiel 180 Grad von mir in diesem Ring entfernt ist der immer noch da und da wird einfach so durchiteriert und die Routing-Tabellen dementsprechend aktualisiert. Stabilize ist eine eigene Funktion, wird aber für das Joinen verwendet, wo die Zeiger dann dementsprechend abgedatet werden, wo der Host dann seinen Successor fragt, hallo, Successor, bin ich immer noch dein Predecessor? Und wenn dem nicht so ist, heißt das, da ist jetzt ein neuer Host dazwischen reingekommen und hat sich da reingedrängt und dann werden die Pointer dementsprechend umgebogen. Das haben wir vorgesehen beim Joinen, da wird das mehr oder weniger verwendet. Ja, und dann auch noch wird natürlich auch der Predecessor im Ring überprüft, ob der auch noch aktuell ist. Gut. Das war Key-Based Routing und da geht es, wie gesagt, wirklich nur darum, das Lookup auszuführen, sprich aufzulösen, welcher Key gehört welchem Host. Und dann gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Die populärste, die von derselben Forschungsgruppe wie Cord, die Cord gebaut hat, entwickelt wurde, ein Distributed Hash Table. Ich habe auch die Referenz dazu von John Cash, der hat das in seiner Master Thesis entwickelt. Die verwendet jetzt diese Key-Based Routing, beziehungsweise das Cord Key-Based Routing System, um Daten zu speichern. Die kennt zwei Hauptfunktionen, einmal Put, also speichere etwas ab, und dann Get, gib mir es wieder zurück, jeweils mit den Keys auch, damit man die Daten dann identifizieren kann. Ich habe das Ganze auch wieder ein bisschen illustriert mit dem Ring, den wir jetzt schon kennen. Wir wissen von vorher, dass ein Cord-Host verschiedene Pointer hat zu seinen Successors. Das ist der Routing-Table vom Cord-Host C hier, den ich hier illustriert habe. Das heißt, der kennt diese Maschinen, der weiß, die gibt es, die sind direkt bei ihm im Ring. Und wenn ich jetzt eine Datei habe oder einen Datenblock, dann wird von diesem Datenblock eben so ein Hash gemacht, das ist wieder diese Fleischwolf-Maschinerie, die kreiert mir einen Key und aufgrund des Keys weiß ich dann, auf welchen Host, das wäre dann hier, auf welchen Host der Datenblock zu speichern ist. Und da kann ich mir dann wieder über diese Pointer ausrechnen, wo der auf den verschiedenen Successors zu liegen hat. Und dann wird dann verwendet dieses Dehash-System ganz einfach die Maschinen, die bekannt sind als Successoren, als zusätzliche Speicherlokation von den einzelnen Datenblöcken, von den Replikas. Wir wissen von vorher, dass Key-Based Routing aktualisiert seine Tables, das heißt, wenn ich dann weiß, aha, okay, da ist jetzt ein neuer Host reingekommen oder der Host hier zum Beispiel ist weggefallen, dann kümmert sich das Dehash darum, dass das die verschiedenen Replikas auch wieder irgendwo anders hinspeichert. Ja, ich habe hier auch noch weiterführende Literatur dazu angegeben. Wie gesagt, ich habe das auf der Uni mit meinen Kollegen von meiner Forschungsgruppe bearbeitet. Wir haben, beziehungsweise ich habe verschiedene Adaptionen auch für die Speicherschicht, also für die Dehash-Schicht geschrieben und auch für die Key-Based-Routing-Schicht. Die haben wir natürlich publiziert, sind hier abzurufen, wenn es interessiert, und habe ich auch angegeben, aktuelle Untersuchungen von Dropbox zum Beispiel, wo der Datentraffic analysiert wurde, wenn Leute was in Dropbox speichern, das ganz nett zeigt, dass das, was dahinter
ist die Technologie im Prinzip auf sowas aufzeigt, aber man muss das nicht reverse-engineeren. Wie gesagt, der Werner Vogels, der CTO von Amazon, der hat das auch selber publiziert und hat erklärt, wie eine der Technologien, auf die Amazon aufbaut, beziehungsweise die Haupttechnologie für das, wie die diese Konzepte verwendet und von der Forschung in die Industrie überführt hat. Natürlich gibt es auch bekannte Attacken. Da habe ich eine schöne Zusammenfassung von bekannten Attacken dazu auch noch angeführt. Wer sich das durchlesen will, kann das dann später von meinen Slides auch gerne von dort aus dann die verschiedenen Publikationen suchen. Gut. Was heißt das jetzt oder was für Security-Implikationen hat das? Ich habe hier, wie gesagt, meinen Serververbund, sprich meine Storage Cloud, die so einen Key-Based-Routing-System verwendet. Das ermöglicht mir, und das soll es ja auch machen, dadurch hat der Provider, der diese Storage-Ressourcen zur Verfügung stellt, ja die Möglichkeit, dass er Server reingibt oder wieder rausgibt, wenn er sieht, dass das nicht gebraucht wird. Das ist ja ganz toll. Allerdings, was das Kernprotokoll jetzt nicht berücksichtigt, ist, okay, wie sicher sind diese zugeschalteten Hosts, beziehungsweise wie sicher sind die Daten, die oder welche Sicherungsmechanismen, Schutzmechanismen haben die einzelnen Hosts, auf denen meine Daten abgespeichert werden, beziehungsweise was passiert dann, wenn der rausgeht, wenn die Maschine rausgeht aus diesem Serververbund, was passiert dann mit den Daten, beziehungsweise was kann ein Host, den ich jetzt einschleuse, und das ist zum Beispiel auch eine von den Attacken, die in der Publikation, die ich angeführt habe, auch beschrieben werden, was kann so ein eingeschleuster Host alles machen? Also die Kernfunktionalität von diesen Systemen fokussiert sich auf die Elastizität. Alles, was diese Dinge adressiert, muss man dem, der das dann wirklich implementiert, glauben, dass der das auch irgendwie gelöst hat. In Wirklichkeit ist es aber noch viel komplizierter, als wie ich jetzt gezeigt habe, weil man hat ja nicht nur seinen Host, den man da reinschleust, der ist vielleicht selber nur ein virtueller Host mit Load Balancing, da gibt es dann zusätzlich in dieser Virtualisierungsebene dann virtualisierte Datenbanken, die einzelnen Compute Nodes oder die Management Nodes von dem System. Die zugeschalteten Hosts können selber auch virtualisierte Hosts sein. Alles, was eine IP-Adresse hat, kann da reinkommen, und wenn das in der Cloud ist und virtualisiert ist, wird das wahrscheinlich in so einem komplexen Verbund sein. Das heißt, wenn man hier den Host als oberste Ebene in einem so einem Dependency Tree betrachtet, hat man dann verschiedene Abzweigungen noch in diesem Baum, wie diese Sachen alle voneinander abhängig sind. Das bringt mich auch zu meiner Forschungsagenda, beziehungsweise mit dem sich meine Kollegen und ich beschäftigen. Und zwar das große Thema, das wir bearbeiten, ist Sicherheitskenngrößen. Das heißt, wie kann ich in so einer komplexen Struktur beurteilen, wie sicher ist etwas? Wie kann ich das wirklich messen? Zum Beispiel wird in verschiedenen Audit-Guidelines werden verschiedene Kenngrößen definiert, zum Beispiel Strong Password oder Password Rotation. Das heißt, ich könnte, also was wir dann machen, ist, wir schauen uns an, okay, gut, was ist das für eine High-Level-Sicherheitskenngröße und wie könnte ich das messen, wenn ich zum Beispiel annehme, das ist ein Linux-basierendes System oder ein Unix-basierendes System und das verwendet das Pluggable Authentication Module, dann kann ich messen, ist zum Beispiel in diesem ganzen Baum irgendwo dieses Modul, das mir dieses Strong Password wirklich ermöglicht, vorhanden. Und
wie kann ich, und dann die nächste Frage ist, wir haben vorgesehen, es ist alles noch viel komplexer, es sind ganz viele Komponenten, die voneinander abhängen, mit der richtigen Dependency Tree, wie kann ich dann darstellen und aggregieren, ob das System als Ganzes jetzt, das ich verwende, sicher ist. Die Grundlagen, die wir dann dazu verwenden, ist, wir schauen uns verschiedene Audit-Methoden und Guidelines an und analysieren die, wie weit die jetzt für den dementsprechenden Cloud-Use-Case überhaupt zutreffend sind und ob man aus der dann wirklich Sicherheitskenngrößen oder Vulnerabilities extrahieren kann, die man messen kann. Das ist ein Thema. Also wie kann ich es überhaupt monitoren? Welche Grundlagen kann ich verwenden? Und dann Assurance, wie kann ich dem Benutzer jetzt versichern, diese ganze Flut von Monitoring-Daten, dass der ganz einfach sieht, grünes Licht oder rotes Licht oder eine Abstufung dazwischen, wie sicher ist das? Das ist ein großes Thema. Ein weiteres Thema, das wir dann behandeln, was jetzt aber noch ein bisschen in den Kinderschuhen ist, dass wenn ich jetzt einmal messen kann, wie sicher das ist, dass ich diese Information dann nutze, um ein sogenanntes Incident Response zu entwickeln und sagen kann, okay, gut, ich weiß jetzt, diese Sicherheitskenngröße oder diese aggregierte Sicherheitskenngröße ist jetzt nicht mehr grün, die ist jetzt rot, da muss ich irgendwas machen. Und ein weiterer großer Punkt, der von meinem Kollegen Thomas Lorenzo bedient wird, ist der sichere Cloud-Speicher. Der schaut sich an, wie kann ich jetzt meine Daten in einer Cloud speichern, und den Ansatz, den wir hier verwenden, ist Shared Secret, das heißt, die Dateien werden dann aufgebrochen auf verschiedene Dateien und es werden mehrere Cloud-Speichersysteme verwendet und auf diese mehreren Cloud-Speichersystemen werden die Datenfragmente dann, die verschlüsselten Datenfragmente dann verteilt und dadurch müsste ein Angreifer alle knacken, um wirklich zu den Daten zu kommen. Und eines, was wir dann natürlich noch um unsere Arbeiten besser anwendbar zu machen, entwickeln, ist, dass wir uns anschauen, okay, wie kann ich jetzt Best Practice Guidelines erweitern, um eben die Cloud sicher zu nutzen. Ja, wir haben schon einiges an Output produziert in verschiedenen Projekten. Zum Beispiel, wie gesagt, das ist von meinem Kollegen Thomas Lorenzo, das Archistar-Projekt, das ist schon abgeschlossen. Hier wurde eine Open-Source-Bibliothek für Cloud-Speichersysteme entwickelt. In Secret, das ist jetzt momentan im Endspurt. Hier haben wir erste Ansätze für Assurance, Monitoring und Risk Assessment entwickelt. Auf den Webadressen kann man dann auf die verschiedenen Publikationen und Outputs schon zugreifen. Teile von unserem Vulnerability-Katalog wurden auch schon für Standardisierung eingereicht und akzeptiert. Und Projekte, die jetzt starten, sind zum Beispiel Prisma Cloud und Credential, wo wir diese Themen dann noch weiter treiben. Aber mehr über diese Outputs und die Forschungsprojekte wird es geben bei einem Event, das wir am 17. Juni im TechKit veranstalten. Eintritt ist frei, man muss sich aber anmelden, die Plätze sind limitiert, wo diskutiert wird mit verschiedenen Experten, wo es jetzt in der Cloud-Forschung und in der Anwendung in der Industrie weitergeht, aber wo man das Ganze ein bisschen breiter betrachtet und zum Beispiel auch Marktforschung und so mit involviert, wo diskutiert wird, was wird der Markt überhaupt brauchen, wollen, sollen, dürfen. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns da am 17. Juni wieder treffen. Gut, last but not least, der dritte Teil von meinem Vortrag heute ist zu ein paar Hands-on-Tipps. Zum Beispiel kann ich eigene Infrastruktur verwenden für Cloud-Nutzung und wie kann ich meine Daten selber einfach verschlüsseln. Ich stelle hier OnCloud kurz vor. Ich habe das auf den Linux-Wochen in Eisenstadt in mehr Detail präsentiert. OnCloud selber
ist ein System, das kann ich auf meiner eigenen Infrastruktur betreiben. Und wir haben eingangs gesehen bei dem Anwendungsbeispiel, so Cloud-Systeme werden ja angeboten, um zu ermöglichen, dass man seine Daten zwischen verschiedenen Devices synchronisiert. Wahrscheinlich macht das eh jeder, dass er, wenn er irgendeine Adresse auf dem Smartphone hat, die er auch auf seinen Laptop haben will, wenn er eine E-Mail verschickt und das nicht jedes Mal extra in verschiedene Datenquellen eingeben muss. Da gibt es Lösungen von Google, aber wie gesagt, wenn man jetzt sagt, gut, ich will meine eigene Infrastruktur betreiben, kann ich das mit der OnCloud machen. Die Standardmodule sind eben auch, dass man die Kontakte, die Kalender oder die Dateien synchronisiert zwischen verschiedenen Devices, und damit habe ich die Gewissheit, dass die nicht auf irgendeiner Third-Party liegen, sondern eben auf meiner eigenen Infrastruktur. Wenn man das so machen will, gibt es Möglichkeiten, mit zum Beispiel OnCloud das zu machen. Da will ich jetzt aber nicht noch mehr ins Detail gehen und erklären, wie das funktioniert. Wen das interessiert, der kann gerne nachschauen auf der Webseite von den Linux-Wochen, da sind die Slides hinterlegt. Und bald das Video. Was ich jetzt mir geborgt habe von meinem Kollegen, dem Thomas Lorenzo, der hat das auch auf der Linux-Woche in Wien und Eisenstadt vorgetragen. Der hat sich angeschaut, verschiedene Verschlüsselungsmethoden, und hat das auf seinen Slides auch zusammengefasst, was die Eigenschaften der einzelnen Systeme, die es hier gibt, sind. Zum Beispiel die meisten von diesen Cloud-Speichersystemen, wir haben uns jetzt angeschaut, das Key-Based Routing, dann das Distributed Hash Table, das drüber sitzt, was viele von den Cloud-Lösungen auch verwenden, sind so WebDAV-Interfaces, haben wir in unserer Implementation damals auch gemacht. Und BoxCrypto zum Beispiel ist eine Software, die funktioniert mit allen Cloud-Speichersystemen, die WebDAV-Interfaces anbieten, wo man das quasi dann reinmounten kann und über das Filesystem, wenn ich Daten dort dann abspeichere in diesen Mount, werden die verschlüsselt in der Cloud gespeichert. Sind aber alles, ja, also diese Lösungen fordern schon von jemandem, dass man sich technisch beschäftigen will damit. So richtig out of the box habe ich noch keins gesehen, was funktionieren würde. Wie gesagt, mehr dann gibt es auf den Slides von Thomas, die hoffentlich auch bald online sind. Eine Möglichkeit, wie man das noch machen kann, ist auch mit OnCloud. Die letzte Version von OnCloud, die stellt eine Funktion zur Verfügung, dass ich meinem OnCloud-Speicher einfach einbinden kann in mein Filesystem, und ich kann über OnCloud auch mein Google Drive zum Beispiel einbinden und habe das dann quasi in meinem OnCloud Directory drinnen. Aber wenn ich Daten dann dort reinspeichere, werden die zwar in der Google Cloud gespeichert, aber automatisch verschlüsselt. Ist quasi die Funktionalität, die der BoxCrypto hat, integriert in OnCloud selber. Damit man grob einmal sieht, was dafür notwendig ist zu machen, habe ich ein paar Screenshots vorbereitet. Eine Live-Demo ist ja immer ein bisschen kompliziert. Wir haben hier ein auf der Console Developer, das muss man mal wissen, dass man dorthin gehen muss, ein Projekt angelegt. In diesem Projekt muss man dann die dementsprechenden APIs aktivieren. Man braucht eigentlich nur den Google Cloud Storage API, die anderen APIs, da haben wir noch mit anderen Sachen experimentiert, wie man das ausprobiert haben. Aber das Projekt muss man einmal anlegen, also den Account braucht man, das Projekt muss man anlegen, das dementsprechende API muss man auswählen, dann muss man die Web Application auch noch instanzieren. Hier ist eine Standard-Web-Application, die man dann instanziert, und dann produziert man die Credentials, um die irgendwo anders einbinden zu können. Ja, und von dort kann man sich dann die Credentials rauskopieren und bei OnCloud
Da ist es dann wieder ein bisschen einfacher, einfach nur sagen, okay, ich will jetzt einen Google Drive-Account haben, das ist ein Typ Google Drive, das sind die Credentials, die ich mir mit der Developer-Konsole kreiert habe, und dann habe ich schon eingebunden. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich es wieder ganz einfach über die Standard-Oberflächen bedienen, und dann sehe ich auch, wenn ich eine Datei direkt auf Google rauflade, ist die im Plaintext, wenn ich es aber über OnCloud rauflade, dann ist es auf Google Drive verschlüsselt. Ja, das war jetzt eine Zusammenfassung von zugrunde liegenden Algorithmen und Konzepten für diese Cloud-Speichersysteme mit eben unseren Forschungsagenten, wo wir hier an Lösungen zur Zertifizierung und zur Transparenz, zur Assurance arbeiten. Es gibt eine Webseite vom IT. Ich habe auch noch eine eigene mit Publikationen von meiner Zeit davor, und möchte auch nochmal zum Abschluss, bevor wir diskutieren, auch das als Hintergrundbild nehmen und nochmal alle recht herzlich einladen, die sich mehr über die Sicherheitsforschung der Cloud und darüber hinaus informieren wollen, einladen, zu diesem Event zu kommen. Okay, danke. Das war also ein Riesenschritt. Bevor ich dich sozusagen in den Punkt frage, für mich nur noch eine Frage. Du hast jetzt diese Kette da, wo sozusagen entschieden wird aufgrund des Keys, wo es gespeichert wird. Bei all diesen Überlegungen wird nie mit überlegt der geografische Ort, oder ist das sozusagen eine andere Ebene? Das habe ich mich schon selber gefragt, wie das dann implementiert ist, weil das Grundkonzept, und das ist ja das, auf dem das Ganze beruht, ist ja, dass die Keys, die generiert werden, über diesen Identifier Circle mit gleicher Verteilung irgendwo verteilt sind. Das heißt, wenn ich das jetzt in dieser Cloud machen will, dann breche ich ja quasi dieses Grundkonzept. Ich habe jetzt keine Info gefunden, wie es jetzt wirklich implementiert ist. Ich kann mir es aber vorstellen, dass die mehrere solche Cloud-Instanzen haben, wo diese verschiedenen Cloud-Instanzen dann halt wirklich auf geografische Boundaries begrenzt sind. Allerdings, wenn ich das habe, habe ich aufgrund des Grundkonzepts, auf dem das ganze System funktioniert, ja auch wieder keine Garantie, weil das ist ja im Prinzip so gebaut, dass ich dann jeden Host, der eine IP-Adresse hat, da rein und rausgeben kann. Ja, ich frage bewusst, es gibt ja jetzt immer mehr Diskussionen, wir wissen ja Safe Harbor Abkommen und die Probleme damit, und da gibt es ja dann sozusagen die Überlegungen, dass es von den amerikanischen Firmen europäische Cloud-Lösungen gibt, wo sie sagen, ja, das wird dann aber nur in Europa gespeichert. Wenn das Microsoft macht, wie könnten Sie dann sozusagen sicherstellen, dass es nicht Europa verlässt? Es gibt jetzt mehrere Ansätze, wie man das machen kann. Das ist der Ansatz, der zum Beispiel auch von, also was jetzt Microsoft verwendet im Hintergrund, weiß ich nicht. Google zum Beispiel verwendet eine Abwandlung davon. Die haben zum Beispiel keinen seinen Ring, sondern die haben ein Konzept mit einem zentralen Master und Slave. Aber von dem, was von Amazon dokumentiert ist, dass die im Prinzip diesen Ansatz verwenden. Dieser Ansatz hat als Kernfunktionalität drinnen, dass ich alles, was eine IP-Adresse hat, reingeben kann und rausgeben kann, und auch die Keys, wie sie generiert werden, unterstützen sowas jetzt nicht. Wie das garantiert wird mit der Geolocation, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall das Grundkonzept unterstützt das eigentlich nicht. Okay, gut. So was einbauen könnte, aber wie gesagt, das Grundsystem ist eben gebaut. Das Prinzip der Cloud sagt einfach irgendwo, wo ich stehe nur sicher, dass ich die Daten wieder finde. Genau, ja. Und das eben auf dieser Technologie basierend, wie ich es eingangs erklärt habe. Ja. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Oder war das alles selbsterklärend?
Ja. Wahnsinnig ist natürlich nicht alles selbst erklärend, ganz im Gegenteil, also einen Teil des Vortrags habe ich verstanden. Ich möchte aber zu den letzten Punkten noch ganz kurz zurückkommen. Sie haben OwnCloud sehr prominent erwähnt. OwnCloud ist nach meinem Wissen freie Software, offene Software. Das heißt, es gibt aus der Ecke durchaus interessante Dinge, die bereits anwendbar sind, wo man diesen notwendigen Schutz gestalten kann. Wissen Sie, ob es angedacht ist oder ob OwnCloud ermöglicht, dass man gegebenenfalls eigene Daten auf Datenblocks auf mehrere unterschiedliche Cloud-Dienste verteilen kann? Ja, das ist, also ich, also bei den... Ich habe den Eindruck, dass ich sagen kann, ich stelle eine Datei gegenüber einem Dienst dar. Kann ich die gleiche Datei nach x Kriterien auch auf verschiedene Dienste aufteilen? Es gibt ein Feature in der neuesten Version von OwnCloud, das glaube ich, das unterstützt, dass verschiedene Clouds synchronisiert werden. Muss ich aber ehrlich gestehen, habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut. Was ich weiß, ist, dass ich verschiedene Drittanbieter einbinden kann. Und ich denke, die Implementierung dahinter wird ungefähr so sein wie dieser Box-Krypto, den ich erklärt habe. Und da gibt es halt vordefinierte Interfaces, alles, was diese WebDAV-Interfaces unterstützt. Kann ich reinmounten und ja, müssten wir jetzt auf der OwnCloud-Webseite von diesem Feature nachschauen. Ich glaube, ich habe in diese Richtung was gelesen, müssten wir aber dann offline nachschauen. Nach dem bewährten Grundsatz, es gibt kein Cloud, es gibt nur fremde Computer, das ist die sicherste Speichermethode, die das, wenn ich die Daten auf fremden Computern ablege, dass ich jeweils nur Teilelemente meiner relevanten Daten einem Anbieter überantworte und einen Teil meiner Daten möglichst aus dem Zusammenhang gerissen einem anderen Anbieter überantworte, weil dann muss zumindest irgendwer das wieder außerhalb meiner Kenntnis zusammenfügen. Also das, was Sie jetzt ansprechen, ist Teil von zwei Forschungsprojekten von uns, die wir heuer starten oder beziehungsweise schon gestartet haben, die auf den Ansätzen von Archistar, das schon fertig ist, basiert. Das heißt, es wird auf jeden Fall irgendwas in die Richtung geben, wenn diese Forschungsprojekte fertig sind. Aber sagen wir, ja, also wenn es fixfertige Lösungen dazu geben würde, dass ich jetzt wirklich mehrere Clouds habe, die ich im Hintergrund verwende und das aufteile, dann hätten wir kein Forschungsprojekt dazu machen müssen. Also, ja, das, was OwnCloud bietet, ist eben, wie gesagt, dass ich es reinmounten kann, die verschiedenen, und irgendwie synchronisieren kann, aber genau diese Funktionalität, die Sie jetzt angesprochen haben, wird von uns in diesen Projekten, über die Sie mehr hier erfahren können, auch dann erklärt werden. Jetzt tut sich mir nicht ganz auf, wofür brauche ich eigentlich, wenn ich eine OwnCloud-Box zu Hause habe, die jetzt auf meinem Territorium steht, verschlüsselt ist und so weiter, wofür brauche ich dann eigentlich die Dropbox dazu, außer, also ich meine, ein Terablocken kostet heute nichts mehr, wenn ich mir den zu Hause selber verwalten tue, dann werde ich ausreichend die Daten, die mir wichtig genug sind, verschlüsseln können, die ich brauche. Und die anderen Sachen sind mir eigentlich ja ziemlich egal oder verstehe ich da irgendwas falsch. Na, du liegst genau richtig. Also wie gesagt, die Cloud ist eine Technologie, die erlaubt, über Ressourcen zu abstrahieren. Wenn ich jetzt nicht meine eigene Infrastruktur betreiben will, und gar so einfach ist er nicht, wie wir da gesehen haben, wenn ich jetzt nicht meine eigene Infrastruktur betreiben will, dann brauche ich einen dritten Anbieter. Wenn ich sage, okay, ich will meine eigene Infrastruktur betreiben, dann brauche ich keinen. Wenn ich die Daten nicht bei mir zu Hause nehmen kann. Ja, ja, wenn ich die OwnCloud-Box eh daheim liegen habe, dann wird es ja nicht notwendig sein, für wichtige Daten irgendwo anders hinzugehen. Na, wenn ich dort irgendein Musikstück oder Tralala auf den Ding drehe, na gut, das ist mir aber wurscht, das brauche ich wieder verschlüsseln. Nur sonst irgendwas, möglicherweise den Connect dorthin. Ja. Das ist korrekt, aber wie gesagt, dadurch musst du deine eigene Infrastruktur betreiben. Ja gut, da wäre ja meine Hoffnung, dass es die Zeit das doch noch bringen wird, dass so eine OwnCloud-Box bei mir daheim auch stehen kann. Ja, aber wie gesagt, das ist dann der Trade-off. Will ich jetzt meine eigene Infrastruktur betreiben und mich um die kümmern müssen?
oder vertraue ich bei der Infrastruktur, und das ist die Kernidee von Cloud Computing, dass ich das nicht machen muss. Und wie gesagt, ein Ansatz, den ich jetzt zum Beispiel verwenden kann, ist, dass ich eben sowas habe, wo ich über mehrere Clouds drüber meine Daten verteile und verschlüsselt habe. Ein anderer Ansatz ist eben, dass ich diese Assurance-Mechanismen habe, dass ich weiß, was wirklich, wie sicher jetzt meine Applikation ist, unter Berücksichtigung von den ganzen Abhängigkeiten, die ich in diesem ganzen System habe. Dann kann ich zum Beispiel auch eine Third-Party-Lösung nehmen. Aber ja, wenn ich meine eigene On-Cloud-Box habe, dann muss ich halt meine eigene Infrastruktur betreiben und brauche sonst niemanden. Mhm. Ich würde sagen, es gibt noch zwei Punkte, warum sowas zur Lösung von Cloud gibt weiter an Dropbox interessant sein kann, nämlich da man die Daten nicht bei mir zu Hause aus dem eigenen Bereich liegen haben will. Und das zweite ist, wenn ich prinzipiell, und das mag daran nicht klingen, aber durchaus war prinzipiell keinen Zugriff von Excel auf meine Infrastruktur zulassen will. Also dann kann ich eben nur mit dem, kann ich in der Variante nur mit eigenen Geräten von eigenem Platz zugreifen und nicht von beliebigen Standorten mit anderen Geräten. Ja, das ist dann. Dann könnte es interessant sein. Ja, ja, auch zu dem Thema, weil ich gerade denke, das ist ein Konzept extrem zentralistisch. Also wenn man Amazon, Google und Microsoft, glaube ich, haben wir nicht gehört. Also das ist ja gerade das wird Big Brother, das ist eigentlich der Aktor. Also das irgendwie ganz große multinationale Konzerne, die alle unsere Daten anvertrauen. Und wir vertrauen da quasi nochmal. Wissen eigentlich, wir geben sie wirklich nur, wie das Land vielleicht nicht eingerechnet sind. Also da können wir mehrere Cloud-Anbieter nehmen, das, was die dann damit machen, haben wir überhaupt keinen Zugriff, so wie ich das verstanden habe. Also das ist ja der Konzept, das ist das Konzept von den Clouds. Das ist das komplette Vertrauen in irgendwelchen quasi globalen Konzernen. Weil das war vor 10 Jahren ungefähr etwas anders oder so. Das ist das Thema, die Benutzer, glaube ich, also das ist verteilte Speicherung irgendwo im Internet und keiner hat quasi die ganze Daten, es kann nur quasi der Benutzer selber die Daten dann zusammenfassen, das war sogar das Gegenkonzept, also komplette Dezentralität, quasi die Datenspeicherung. Also jetzt nur, wenn man da quasi zu Big Brother und so, dann mal einen. Nein, das ist genau das geht es nämlich. Das, gerade bei Amazon Cloud, die ist ja irrsinnig oft dahinter. Und es gibt irgendwelche Produkte. Also im Zweifel gehe ich zum Computerladen um die Ecke, kaufe vermeintlich eine österreichische Lösung und der sagt, ja, ja, auf verteilten Blabla Rechenzentren gehostet und de facto liegt da hinten eine Amazon Cloud. Und da habe ich keine Ahnung. Für mich war das Ganze ein nettes Aufwachen. Ich war bei einer Veranstaltung von Microsoft Outlook in Wien und der Vortragende hat ganz stolz erzählt, als das Atomunglück in Japan war, wussten sie ja nicht, wie lange dort kein Strom ist und genau dort stand eines der Rechenzentren von Microsoft. Und sie haben über Nacht die Rechner genommen und im Jumbo nach Singapur geflogen und haben sie in Singapur aufgestellt und der Kunde hat das überhaupt nicht mitbekommen. Der ist am nächsten Tag online gegangen und seine Daten sind und als paranoider Mensch, der ich nun mal bin und schon die japanischen Gesetze nicht kenne, habe ich mir dann die Freude gemacht und mal nachgeschaut, was denn für die Gesetze in Singapur sind. Weil zwar unsere Politiker meinen anscheinend, dass es kein Gesetz gilt, das im Internet gelten würde, damit ich jetzt nicht falsch zitiert werde, dass ich das sagen würde, es gilt immer auch das Recht, wo der Rechner steht. Das heißt, wenn Microsoft ohne mich gefragt zu haben, meine Daten von Japan nach Singapur transportiert, dann gilt in dem Moment, wo der Jumbo in Singapur landet, das Recht von Singapur. Und wenn man dann nachschaut, welche Strafen es dort gibt für Sachen, die in Österreich nicht einmal als Straftatbestand sind, dann ist es schon relevant plötzlich, wo die Daten sind. Und genau das ist dann, wo ich beginne zu überlegen, was sozusagen Cloud ist. Ne? Das findet ja bewusst bei der Quintessenz statt, die Veranstaltung. Es ist bequem. Ne? Wir haben alle unsere Geräte, wir wollen von überall darauf zugreifen und die Dienste garantieren uns sozusagen rund um die Uhr Verfügbarkeit. Wurscht, wo ich bin, wurscht, welches Endgerät ich habe, wurscht, welches Dateiformat.
Der große Bruder kümmert sich um mich. Ne? Und ich brauche nur noch Klick zu machen, Doppelklick zu machen und die Daten kommen. Dank Snowden wissen wir mittlerweile, dass es jemanden gibt, der Interesse hat an den Daten. Also spätestens seither müsste der geneigte Endbenutzer wissen, dass es nicht so ist, dass es niemanden interessiert, was wir tun. Und jetzt ist die Frage für uns alle, wie wir hier sitzen, wie kann ich moderne Techniken nutzen, ohne dass ich mich komplett ausliefere. Ja, deine Antwort, ich mache es selber, nur ich schneide mich ja im Zweifel ab, ne, weil wenn ich nur zu Hause mein Nass laufen habe und ich möchte das mit meinem Handy sünden, dann wird es schon schwierig. Und da ist halt dann die Frage, gibt es Möglichkeiten, dass man die sozusagen austrickst. Ne? Kann ich Google, Amazon, Microsoft und wie sie alle heißen, insofern halt missbrauchen, dass sie mir zwar ihre Infrastruktur zur Verfügung stellen, aber nichts mit meinen Daten machen können. Wie gesagt, da muss ich dich einladen, dass du zu dem Event kommst. Da gibt's, ich habe dir heute die Einladung geschickt. Ja. Wo eben diese Ansätze, die wir hier beforschen, vorgestellt werden. Und wie gesagt, das sind zwei große Themen. Einerseits, dass ich jetzt mehrere Clouds verwenden kann und andererseits, dass ich Ansätze habe, um transparent zu garantieren, welche Sicherheitsmechanismen da auf diesem ganzen verteilten System drauf sind. Nur noch eine andere Sache zur Cloud, weil es immer wieder aufpoppt. Es gibt ja gewisse Sperrfristen von Informationen. Also ich kenne das, da ich ein Bein in der Werbebranche habe. Die Werbebranche macht Prospekte von Generalversammlungen, aber die Information ist natürlich unter Sperrfrist. Und wenn man vor dem Börsengang frühzeitig halt gewisse Sachen aus dem Prospekt veröffentlicht, ist der Börsengang geplatzt, was ja schon ein- oder zweimal passiert ist. Trotzdem, bitte geht es einmal zu einer Werbeagentur und schaut, wie die arbeiten. Alles natürlich Apple, weil die hübsch sind. Und alle Daten werden ausgetauscht über Dropbox. Ne? Und das ist bitte, wenn ich heute den Börsengang einer Firma den Prospekt machen muss, also grob fahrlässig beschreibt nicht das Delikt, was man da betreibt. Also einfach Cloud zu verwenden und sagen, mich interessiert es nicht, es funktioniert, ist sicher zu wenig. Ja? Oder machen wir nichts zu sagen. Aber gibt es noch Fragen? Ihr habt denn den Markus jetzt da? Ich bin nachher mehr verwirrt gewesen nach deinem Vortrag, als ich vorher geglaubt habe, von der Cloud zu wissen. Aber ja, das fällt halt meistens bei der Technik so. Gibt es noch Fragen? Wir dürfen ihn bombardieren. Ja, nur vielleicht mit dem, was man wenig zu tun gehabt hat, in der Praxis, dass sich das entwickelt hat in den letzten Jahren. Kann man da kurz was sagen? Das ist ja, ständig werden die Angebote erhöhen sich und die Preise sinken oder komplett, also wieder aktiv auch, die auch gemacht wird, also die Skripte und Rennen. Hat sich in den letzten Jahren was entwickelt oder gibt es nicht so ganz, kann man das sagen? Naja, es haben sich. In die Zukunft mal schauen, wird das. Ja, in die Zukunft. Ja, also ja, es haben sich natürlich verschiedenste Businessmodelle ergeben. Man, natürlich, das ist alles sehr praktisch, weil ich nicht mein eigenes Rechenzentrum betreiben muss und verschiedenste Module hier aufsetzen kann und mich nicht darum kümmern muss, ob ich jetzt eine Terabyte-Platte für mein eigenes Rechenzentrum kaufen muss, sondern es ist einfach da. Und also diese grundlegenden Konzepte, die ich jetzt erklärt habe, also ich zeige es nochmal bei der Referenz. Wo haben wir denn? Da war es. Also diese grundlegenden Konzepte, also habe ich damals schon 2010 an Adaptionen von diesen grundlegenden Konzepten gearbeitet. Da waren die schon ein paar Jahre da. Und ja, also ungefähr im selben Zeitraum hat da auch Amazon publiziert, dass die im Prinzip auch diese Konzepte verwenden. Das heißt, das ist den Publikationen
folgend ja, kann man sagen, dass die grundlegenden Konzepte nach wie vor ähnlich sind, aber die Applikationen, die sich dadurch ergeben haben, die oben drauf sitzen, haben sich mehrere Möglichkeiten ergeben noch. Und gibt es mehrere Anbieter, die verschiedenste Sachen anbieten. Kannst du mal zu deinem Kreis gehen, weiter? Das glaube ich, das anschließt, so, das passt. Was beim Vortrag schon nicht verstanden, was bedeutet R1, R2, R3, R4? Replika. Also der automatisch, ja. Weil das war jetzt, was ich fragen wollte, ist im Cloud-Prozess sozusagen die Sync-Funktion drinnen, dass ich sozusagen Datensicherheit garantiere, dass es an mehreren Stellen gespeichert ist. Genau. Also die Grundidee ist ja eben hier, dass ich die Server raus und reingeben kann. Das heißt, ich brauche dann von jedem und mich nicht darum kümmern muss, ob der Server, auf dem ursprünglich meine Daten gelegen haben, das ist gespeichert, ob der noch wirklich da ist. Und das ist ja im Prinzip das, was die Cloud so sexy macht. Und also um auf das Beispiel vom Kollegen zurückzukommen, wenn man bei ihm das NAS wegnimmt, sind die Daten weiter da. Das macht die Cloud. Genau, ja. Und das ist jetzt die Frage, kann das dein NAS zu Hause? Ja, die Frage wäre in dem Fall, wie nutzt man jetzt meinetwegen die Cloud? Das wäre ja dann schon sexy, wenn ich sage, ich habe mein NAS zu Hause, lasse automatisch synken mit irgendeinem in der Cloud befindlichen Dienst, der natürlich verkryptet ist. Und dort der Backup quasi, weil es geht ja ums Backup und nichts anderes. Also ich kann mir so wenig Leute vorstellen, die sagen, ich brauche daheim 1 TB Daten für das, was ich irgendwie jemanden schicken will. Oder, also das wird nicht so häufig vorkommen. Das kann schon passieren. Diese Lösungen sind Sachen, die wir ursprünglich in diesem Archistar-Projekt entwickelt haben, beziehungsweise der Thomas, und jetzt in diesen weiteren Forschungsprojekten weiterentwickelt werden. Und zum Beispiel hier diese Replika, dieses Konzept, wie jetzt das im D-Hash gemacht wird, dass wenn ich einen Datenblock oder einen File speichere, dass das hier jetzt im Prinzip diesen Teil vom Keyless Routing, also diese Pointers einfach verwendet, um die Daten zu replizieren, ist ein Ansatz. Es gibt dann noch viele verschiedene andere Ansätze. Wir hatten dann zum Beispiel irgendwann mal einen gebaut, wo wir gesagt haben, okay gut, ich verwende jetzt nicht die nächsten Successors, um die Replikas zu speichern, sondern weil ich ja weiß, wie der Ring ausschaut, kann ich mir ausrechnen, wo ist 90 Grad, wo ist 180 Grad, wo ist das nächste Quartal und speichere es dann im Prinzip viermal im ganzen Ring verteilt, anstatt hier direkt auf dem Successor. Da gibt es verschiedenste Ansätze. Das ist jetzt mehr oder weniger der Prototyp von den Distributed Hash Tables, die haben das damals so gelöst. Aber grundsätzlich, das Konzept ist halt das, ich speichere den Datenblock und verwende die Funktionalität vom Key-Based Routing oder die Pointer in den Routing-Tabellen, um zu identifizieren, wo die Replika zu liegen haben. Und dadurch kann ich dann über die Funktionalität von Key-Based Routing das machen, dass ich Server raus und reingebe. Ja. Also wir wissen ja von Google, dass die in ihren Rechenzentren Leute durch die Gegend laufen lassen, wenn ein Rechner altersschwach wird, wird abgestöpselt, der neue einfach hin angestöpselt, eingeschalten und das war's. Ja, also das kann ich mit genau diesem Ansatz machen, weil da kann ich dann hergehen und kann sagen, diesen Host H zum Beispiel, den stöpsel ich raus und ich stöpsel ganz einfach einen neuen Host rein. Durch dieses Stabilizing-Protokolle, die ich vor beim Keyless Routing erwähnt habe, werden die verschiedenen Pointer abgedatet und die melden dann dem Speicher, der Speicherschicht oben, hallo, da ist jetzt was passiert, da ist ein neuer Spieler ist dem Kreis beigetreten und dann kümmert sich der Datenspeicherungslayer darum, dass der ganz einfach dann das Replikat wieder raufkopiert. Ja. Noch eine Frage zum File. Ist das File wirklich meine Datei oder ist es nur ein Block meiner Datei? Also wird meine Daten in schöne Schuhschachteln verteilt? Ja, das ist ich habe es vereinfacht, als File ist dann gezeichnet, ja. Das sind dann Datenblöcke. Also das ist sozusagen, okay, ich habe immer
immer eine DIN-A4-Seite sozusagen, die ich speichere und nicht mehr das Buch. Ja, aber wie gesagt, das kommt jetzt wirklich darauf an, welche Implementation das ist. Also die, ja. Aber die meisten, die ich kenne, die verwenden Datenblöcke und nicht jetzt wirklich die ganze Datei. Aber ja, ja. Da gibt es Abwandlungen von diesen Protokollen, wie Sander Meer, aber es gibt einige. Und das, die ich gezeigt habe, sind halt die Prototypen, mit denen das erstmals gebaut wurde. Okay. Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung für alle, die Cloud Services ausprobieren wollen. OwnCloud wird betrieben von einer Almenda Social Business EG, eingetragene Genossenschaft in Vorarlberg. Diese Genossenschaft, die sehr viel mit so Sozialprojekten, Common und ähnlichen Dingen herumtut. Und dort kann man sowas auch gratis ausprobieren. Und wenn man es wirklich ernsthaft nutzen will, kann man sehr viel Geld dort auch wirklich Cloud-Speicher dazu bieten. In der Implementation jetzt, in dem D-Hash, wird auch die Verschlüsselung der Datei gespeichert, weil die D-Hash-Implementierung, die wird dann noch von einem File-System-Layer angespeist. Das heißt, der ist es egal, welche Daten daherkommen, ob die jetzt verschlüsselt sind oder nicht. Wird trotzdem zerstückelt dann. Das ist korrekt. Aber wie gesagt, da gibt es verschiedenste Implementierungen, wie man das machen kann. In der ursprünglich Stan-Variante von diesen distributed Hash Tables, wo es halt aufgesplittet in Fragmente und die Fragmente dann gespeichert ist als Replicas. Also ich glaube, das ist sozusagen die Ebene drunter und auf das, was natürlich der Überwacher interessiert, ist die Ebene drüber, wo die Sachen dann wieder schön brav zusammengebastelt sind. Ja, das heißt, ich habe hier die ersten zwei Schichten erklärt und habe vereinfacht einfach File dazu geschrieben. Was bedeutet? Es ist im Prinzip ein... Bis dahin war ich total logisch und habe dir allen folgen können, aber das hat mich einfach so völlig aus dem Konzept. Danach war ich irgendwie irritiert. Ich hab hier Wahrheit der Darstellung geopfert. Also im Grunde ist das so eine Form von chaotischer Lagerhaltung, wo ich einfach über einen künstlich generierten Key ausrechne, wo dieses eine Datenpaket jetzt wo liegt. Und das nächste Datenpaket würde jetzt auf einem ganz anderen Host liegen. Genau, ja. Also das ist wirklich, also mein Hollywood-Film-Blockbuster ist dann auf 100.000 Servern verteilt auf der Welt. Genau, mit schönen Filet. Und wie gesagt, da gibt's dann verschiedenste Ansätze. Zum Beispiel gibt es ein Protokoll, das nennt sich Parts von Pastry, die verwenden dann, die haben dann nicht nur Successor Pointers, sondern eben auch mehrere Predecessor Pointers und verteilen dann dort. Dann gibt es wieder mein Ocean Store, das wird schon seit 10 Jahren nicht mehr weiterentwickelt, aber die haben dann zum Beispiel Hosts in den Fingertables dazu verwendet, die zum Speichern. Wir haben mal eine Abwandlung davon gebaut, wo wir eben ausgerechnet haben, wie das kreuzweise dann ist, weil wenn ich weiß, okay, hier ist der Key für meine Datei, kann ich mir ausrechnen, die gerade, damit ich das kreuzweise über den ganzen Ring verteile. Da gibt es verschiedenste Ansätze. Grundsätzlich, der Distributed Hash Layer, wie er in den meisten Applikationen oder in den meisten Systemen implementiert ist, dem ist das egal, was der kommt, der nimmt halt einfach das Datenfragment und rechnet den Schlüssel aus und verteilt es dann. Aufgrund, also es steht sozusagen in meinen Daten, wo es gespeichert wird, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, der Inhalt meiner Daten definiert, wie der Key ausschaut. Genau. Darum haben wir ja diesen Hash. Und dann kümmert sich im Prinzip die Distributed Hash Table darum, dass er das dementsprechend repliziert. Dass es dann dorthin speichert. Genau, ja. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Und wie gesagt, die Hash verwendet eben die Successors und speichert es dort. Weil die Leute, die D-Hash gebaut haben, die sagen, okay, wir vertrauen ganz einfach dem Keybase Routing, weil wenn da ein neuer Host reinkommt, wir haben es ja vorher gesehen, wenn ein neuer Host reinkommt, dann werden die dementsprechenden Pointer umgebogen
und dadurch weiß dann das System, hallo, jetzt ist ein neuer da und es werden dann die Replikas dementsprechend verteilt. Aber wie gesagt, das ist eine Implementierung. Gut, das ist die Wartungsfunktion dann, dass ich... Genau, ja. Klar. Aber das Grundkonzept ist bei allen diesen Systemen dann dasselbe. Die Distributed Hash Tables vertrauen ganz einfach darauf, dass das Key-Based Routing die Pointer dementsprechend umbiegt und den Ring aktuell halten und stabil halten, damit sie gewährleisten können, dass ich eben genau das machen kann, Server raus, Server rein. Und wo steht jetzt eigentlich sozusagen der Layer, dass ich meine Datei wieder zusammenfinden kann? Noch einmal drüber. Also das und wo wird die gespeichert? Da gibt es dann auch verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Also das System, das wir dann gebaut haben, da hatten wir einen lokalen Client, der im Prinzip das File-System mit der ganzen Dateihierarchie und den Blöcken hatte und wusste, wo die ganzen Sachen sind. Aber der hat im Prinzip Pointer zu den Servers bzw. die Keys gewartet. Um noch eine Ebene sozusagen dazu zu machen, wie würden jetzt dort Versionen gespeichert werden? Du hast ja dann begonnen, ja. So locker mit Text 1 oder was? Ne? Jetzt gibt es ja die Text 1.1 und 1.2. Das würde im Prinzip auch genau in dieser oberen Schicht wird in vielen von den Implementationen in der oberen Schicht gespeichert, dass ich dann die verschiedenen Versionen von den Datenblöcken nicht rauslösche, sondern dass ich die dann dort haben muss. Da kann ich ja dann auch so Sachen bauen, wie zum Beispiel der Teil von meiner Datei ist gleich geblieben, genau. Da mache ich einfach nur einen Pointer drauf auf die historische Version. Aber das wird dann alles in dieser oberen Schicht, wo ich mehr oder weniger die File-System-Informationen drin habe, gespeichert. Zumindest war das in den Systemen, die wir uns angeschaut haben, beziehungsweise das wir selber gebaut haben, auch so implementiert. Okay. Ja. Stimmt, ich habe eine Frage. Ich habe gehört, dass, glaube ich, Dropbox so eine Art Deduplizierungsmechanismus verwendet, beziehungsweise das implementiert ist, dass man Dateien nur einmal im System speichern muss und jeder, der gleichartige Datei oder Datenblock gespeichert, referenziert auf dieses Original. Ist das jetzt eine Funktion dieses ganzen Hirsch-Algorithmus oder ist das immer eine Funktion? Ja, das kommt darauf an, wie ich die Key-Generierung implementiere. Wenn ich jetzt wirklich nur auf den Content einen Hash mache, dann habe ich natürlich den gleichen Content, immer den gleichen Hash. Ne? Ja, genau. Und da gab es auch für solche Distributed Hash Tables, kann man dann, wo habe ich meine ganzen Papers gelistet, kann man dann da nachlesen. Ne? Da gab es dann auch wirklich tatsächlich Attacken gegen sowas, wo dann die Leute einfach eine Datei hergenommen haben, sich den Hash ausgerechnet haben und dann so die Datei bekommen haben. Aber ja, ist möglich, kann man umgehen, indem man in diesen Key-Generator, in diesem Fleischwolf, andere Sachen, also wie nur den Content-Hash reingibt. Und die haben dann irgendwas in die Richtung gemacht, glaube ich. Ja, aber wissen Sie jetzt zum Beispiel Dropbox, verwenden die eben die Implementierung auf der Ebene oder machen die das selbst auf einer weiteren oberen Ebene? Diese das weiß ich nicht mehr. Aber vielleicht steht es irgendwo da drin. Aber es ist natürlich interessant, weil 100.000 Mal das gleiche Video zu speichern macht dann nicht sehr viel Sinn. Genau. Ja, es macht für den Betreiber von der Infrastruktur natürlich Sinn, solche Sachen zu nutzen, aber ja, und ich weiß auch, dass es reportete Fälle gab, wo das, ich weiß jetzt aber nicht in welchem Cloud-System das war, wo das ausgenutzt wurde, aber falsch ausliefern, das dann ja, aber wie gesagt, da will ich dann auf den Studenten von Martin von Steam verweisen und den Kollegen. Noch Frage? Du musst doch was erzählen. Sagt laut, ja. Außer dass es die Zukunft gibt. Nein. Das glaube ich, muss man sehr verdauen. Also, das ist nicht that easy. Ist eher so der sehr technische Layer, der oberste ist.
mir sind die Sachen insofern wichtig, dass man so mal ein bisschen verstanden hat, worum es geht, weil wir werden so oft für blöd verkauft. Und die Industrie versucht, Sachen zu machen, die funktionieren. Und das ist ja eines der Erfolgserlebnisse von den Apple-Usern. Ne? Die kaufen ein Apple-Gerät und das Apple-Gerät funktioniert. Ich hatte gerade eine Diskussion im bekannten Bereich. Apple können prinzipiell keine Viren haben und du kannst machen, was du willst, weil halt jemand irgendeine E-Mail gekriegt hat mit Trojaner, dort natürlich fleißig drauf geklickt hat und dann kommt so diese klassische Antwort von allen Gläubigen des Herrn Apple, ein Apple kann nie ein Virus haben und da kann nie was sein. Ich meine, wenn ich das gestatte, dass es installiert wird, natürlich geht's. Nur, wir werden sehr oft sehr, sehr dumm gehalten. Und wenn man nicht weiß, was passiert, kommt man relativ schnell, dass man halt wirklich vertrauen muss, dass die Technik sich nicht gegen uns wendet. Also da will ich jetzt mal kurz einhaken. Es ist nicht alles schlecht. Wie gesagt, ich war auch ganz erstaunt, wie ich das gesehen habe, dass eben im Prinzip der Weiler Vogels das auch durchaus publiziert, wie das funktioniert. Es wurde auch zum Beispiel das Google File System publiziert, wie das funktioniert. Also gar so, dass wir uns nur blind darauf verlassen müssen, ist es nicht. Es gibt auch diese Offenlegungen und man kann sich damit auch befassen. Das wird auch in Forschungsprojekten, muss jetzt ein Antipolitik-Bashing, muss jetzt dagegen reden, und unsere Politik unterstützt ja auch Forschungsprojekte, um eben diese Situation besser zu machen. Also es wird unterstützt, dass das in Forschungsprojekten publiziert wird und es wird unterstützt, dass hier an Lösungen gearbeitet wird und auch dementsprechend Mittel zur Verfügung gestellt werden. Also es ist nicht alles schlecht. Nein, aber ich meine, das Lustige ist, es gibt 100.000 Studien der EU, mit EU-Geldern gesponsert, was Überwachung auswirkt und. Wenn ich die Berichte lese, dann wundert mich immer das, was sozusagen die Politik dann daraus macht. Also da sind dann schon Unterschiede. Na, was mir wichtig ist, es geht gar nicht um Bashing, sondern es geht wirklich darum, ich darf mich nicht darauf verlassen, dass wenn ich irgendwas kaufe, out of the box verwende, und mich um nichts mehr kümmere, dass die Technik sich nicht beginnt, gegen mich zu wenden. Weil es gibt ja mehrere Player da drinnen. Und ich glaube, eine unserer Aufgaben als Quintessenz ist ja, sozusagen den Schatten, den wir hinterlassen, möglichst gering zu halten, möglichst klein zu halten. Und so zu halten, dass es selbstbestimmt ist. Also nicht, dass das Gerät entscheidet, was gebe ich von mir preis, sondern dass es meine Entscheidung ist. Und ich meine, du bist paranoid, wie ich sehe. Ich meine, du hast deine Kamera zugeklebt. Allein das zeigt, ich habe in den letzten 3-4 Jahren, wenn Leute zu mir gekommen sind, schaue ich immer so mit einem Auge drauf. Und es sind wirklich immer mehr Leute, die Kamera auf ihrem Laptop zukleben, weil sie gelernt haben, dass es natürlich möglich ist, dass irgendein eine Schadsoftware auf dem Laptop die Kamera einschalten kann. Das, was wir alle nicht machen und weil wir es nicht zukleben können, ist, alle bei uns liegenden Mikrofone auszuschalten. Aber man sieht schon, dass es eine Weiterentwicklung gibt, dass man sich, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt, nicht so freizügig alles gibt. Wir haben zurzeit eine massive Diskussion über Verschlüsselung, dass man sagt, wir müssen halt beginnen, End-to-End-Verschlüsselung zu machen. Dass die E-Mail-Server miteinander seit vielen Jahren verschlüsselt die Daten übertragen. Ja, nur wir als Endkunden nicht. Und wenn man heute die zweitgrößte Telekom in Österreich sich anschaut, die UPC, die heute noch immer E-Mail unverschlüsselt anbietet, so ist das nicht so verwerflich, solange es in ihrem Netz ist. Das, was in den Produktmanagement-Stuben dieses Hauses übersehen worden ist, dass die Leute ihr Mail ja mittlerweile auf mobilen Geräten unterwegs abrufen. Und das sind so die Sachen, die, ich meine, ja, zu Hause, wenn ich mit meinem PC über mein Kabelmodem mein Postfach abrufe, dann muss es nicht Username und Passwort verschlüsselt sein, solange das Netz sozusagen
unter Kontrolle ist. Nur, wir sind heute mobil und heute nutze ich eben mein E-Mail nicht nur von meinem Stand-PC, sondern auch von meinem Handy. Und hier ist es wichtig, das Verständnis für Technik zu kriegen. Weil, was ist der Unterschied? Und das muss ich dann Leuten mühselig erklären. Was ist der Unterschied? Da zu Hause kann ich es unverschlüsselt machen und ich brauche kein Passwort. Und dann auf meinem Handy soll ich plötzlich mich anders verhalten. Und hier geht es darum, das Wissen sozusagen zu vermitteln, was kann verwendet werden, wie kann es verwendet werden. Insofern danke, Markus. Aber ich möchte gleich nochmal ausholen zur Ehrenrettung von unseren Politikern. Also in diesen Forschungsprojekten geht es ja einerseits um Verschlüsselung, dann um Transparenz in der Cloud und auch, wie ich jetzt zum Beispiel sicher meine Credentials irgendwo speichern kann. Und die Forschungsmittel dafür wurden im Prinzip auch von unseren Politikern initiiert und es wurden auch Mittel dafür zur Verfügung gestellt. Das wird in solchen Events dann auch informieren, was da gemacht wird und was gemacht werden kann. Also wie gesagt, ich will da jetzt einmal zur Ehrenrettung ausholen, es ist nicht alles schlecht, aber ja, es ist halt noch sehr viel Arbeit vor uns. Ja. Ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach jetzt beginnt, sich an die Technik anzupassen. Ich habe das Glück, einfach durch die Gunst meines Alters von Anfang an mit dem Internet dabei gewesen zu sein, als sozusagen wirklich noch zwei Maschinen aneinander gehängt worden ist und das Ganze übersichtlich war. Und wenn man sich so damals, erstens hat man jeden gekannt, der sozusagen im Netz da war, und es war vom Grundkonzept her nie gedacht, dass es halt missbraucht werden könnte. Also E-Mail, wenn man sich das Standard-E-Mail-Protokoll anschaut, dann war halt immer gedacht, wir arbeiten alle nett zusammen und jeder Mail-Server im Netz hat die Aufgabe zu relayen und Mails weiterzutreiben und weiterzutragen und weiter zu übermitteln. Wenn man das heute macht als Mail-Server, ist man sofort auf der Spam-Liste drauf und gesperrt, weil uns einfach die Zeit überrollt hat. Ich habe kein Politiker-Bashing, wenn du das nicht missverstehst. Ich meine, sehr viel der Sicherheitstechnologien, die es gibt, können wir der NSA danken. Danke der NSA. Weil sie sehr viel Geld aufgewendet hat. Weil das Schöne von Spionen ist ja, dass sie ihre eigene Infrastruktur ja auch schützen wollen. Und dafür, dass sie ja wissen, was sie machen, viel besser in der Lage sind, sich vor dem zu schützen. Und deswegen Protokolle entwickelt haben. Also sehr viel Sicherheitsgeschichten kommt, wenn man schaut, also in Projekte, wer es finanziert hat, kommt der Name NSA irrsinnig oft vor, weil sie eben auch sich selbst schützen müssen und gerade wenn man eben ein Spion ist und weiß, was man selber tut, unterstellt man das ja sofort den anderen. Und gerade aus dieser Paranoia heraus versucht man sich dann doppelt zu schützen. Das muss man natürlich aber dann schon auf die Idee bringen, dort wo die NSA ihre Finger im Spiel hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich einen Key einbauen, sodass sie das permanent und ordentlich abfragen können, sehr, sehr hoch ist. Also ich würde sagen, 99,9999%. Ja? Also würde ich so ein Projekt finanzieren, würde ich das ganz sicher einbauen wollen, wenn es mich nicht erwischen. Das ist schon, dass man so natürliche Skepsis, kann ich nicht mehr Deutsch, entwickelt, ja, wichtig. Das ist das, was ich bei der Eröffnung der Linux-Wochen gesagt habe. Eines der Gründe für Open Source ist nicht, dass wir selber programmieren und nicht selber den Source-Code lesen können, sondern dass wir einfach das Recht haben zu wissen, was die Software macht, was in unseren Geräten ist und dass es keine Blackbox ist. Wir haben gerade die Tendenz in die andere Richtung. Also das Schlimme ist, wenn man sich heute die Endgeräte anschaut, wir sind gerade dorthin unterwegs, dass immer mehr zugesperrt wird, dass immer mehr abgedichtet wird. Und es ist unsere Aufgabe als aufgeklärter Konsument zu sagen, ich möchte bitte die Möglichkeit haben reinzuschauen, ich möchte die Möglichkeit haben zu wissen, was mein Gerät tut. Und wenn es hier ein Android-Handy ist, ich meine, das basiert auf Open Source, ist aber mittlerweile an so vielen Stellen dicht gemacht, dass es nicht mehr als transparent zu betrachten ist. Und da muss man sich dafür einsetzen, meines Erachtens. Danke, Markus, für
für den Einblick in die Technik. Die Einladung steht, also jeder, der sich die Future Cloud anschauen möchte, kann gerne sich vorbeischauen. Mein Dankeschön an die Referenten, und du warst schon mal am Podium, also hast du es, also hast du jetzt ein neues Geschenk. Wir haben selten, und das ist halt an einer Stelle gespeichert sozusagen, in einem Buch und nicht verteilt in einzelnen Seiten. Für die, die es noch nicht kennen, wir haben deutsche Science Fiction Kurzgeschichtenautoren eingeladen, sich Gedanken zu machen, wie eine überwachte Gesellschaft ausschauen kann. Ganz bewusst Science Fiction, ganz bewusst nicht wir Techniker, die paranoid technisch verunbildet sind. Und herausgekommen sind wirklich 27 nette Kurzgeschichten, die aus ganz unterschiedlichsten Perspektiven eine Gesellschaft erzählen, in Kurzgeschichten, also leicht verdaulich, was sozusagen passiert in einer überwachten Gesellschaft. Das Erschreckende, und wenn man sich hier den Big Brother anschaut, 1984, wir sind heute als Gesellschaft schon viel, viel weiter, als das 1947, 1948 sich vorstellbar war. Der einzige Denkfehler damals im Roman war sozusagen, dass man einen dunklen, stalinistischen Staat sich vorgestellt hat. Dass wir heute in den Demokratien weit mehr überwacht werden, in Europa, in Amerika, dass wir, ich meine, wir sind der EU beigetreten wegen der Reisefreiheit. Ich bin seither zweimal in Kärnten auf der Autobahn, von der Autobahn gewunken worden und musste ein Pass vorzeigen. Also wir haben Reisefreiheit sozusagen, wir gehen zur EU, wir machen ein Friedensprojekt und gleichzeitig haben wir Angst vor unserem eigenen Schatten sozusagen und wir beginnen auf den Autobahnen zu kontrollieren und wer die Bundesbahn nutzt, muss einen Ausweis mitführen, weil um mich mit meiner Bankkarte sozusagen nutzen zu können, muss ich mich ausweisen können. Also insofern ist es nett, wenn sich Science-Fiction-Autoren einmal Gedanken machen, wie die Gesellschaft ausschaut. Unsere Aufgabe ist, sich Gedanken zu machen, was wir politisch sozusagen durchsetzen können. Wichtig ist wenn ein Minister eine Pressekonferenz gibt und sagt, das ist so und das machen wir, heißt das noch lange nicht, dass das der Fall ist, sondern das ist einmal sein erster Versuchsballon, gibt es einen Widerspruch oder nicht. Der Gesetzwerdungsprozess in Österreich ist immer noch so, dass es ein Parlament gibt und dass die Abgeordneten zustimmen müssen. Also nicht jede Pressekonferenz der Frau Mittel-Leitner ist so, dass das, was dort angekündigt ist, schon in Gesetz gefasst ist. Und hier sind wir einfach aufgerufen als Bürger, unsere Stimme nicht zu verschweigen. Es passieren unglaubliche Dinge. Die Versuche, auf unsere Daten zuzugreifen, in einem Land, wo wir glauben, dass wir gut miteinander auskommen, aber anscheinend ist das Misstrauen auf den Nächsten so derartig groß. Eine der Geschichten, ich meine, wir haben, ich weiß nicht, glaube ich, 80 Kameras im Museumsquartier. Wir haben bei den Vorträgen der Quintessenz zum Beispiel, dass das Publikum nie gefilmt wird, weil ich sage, es gibt ein Recht, auch unbeobachtet Vorträge zu besuchen. Und keiner, der sich zu Wort gemeldet hat, musste seinen Namen sagen, was bei anderen Veranstaltungen der Fall ist. Und trotzdem, ich meine, man muss schon so ins Museumsquartier reingehen, wenn man nicht wieder überwacht werden kann und das, obwohl es ein Menschenrecht ist. Insofern bitte wachsam sein, auf das Recht pochen und nicht alles, was bei einer Pressekonferenz oder bei einer PR-Meldung aus einem Ministerium kommt, für bare Münze nehmen, sondern im Zweifel gesunde Skepsis anmelden. Insofern danke für deinen Vortrag, danke für den Besuch. Nächste Q-Talk findet wieder am letzten Dienstag im Monat, das ist dann der letzte Dienstag im, was haben wir? Mai, Juni, Start. Danke.